Und damit ein herzliches Willkommen bei uns auf dem Kanal, ihr Lieben. Wir spielen heute den neuesten Brecher von Emika Games, und zwar Father's Day. Bei mir ist der Sensationelle, der Vater der Väter, der Urvater der Urvater, dessen Vater vom Vater kam. Was für eine beschissene Nummer ist das? Der Benny! Hallöchen, yes, zusammen. Ein Scheiß. Ja, so, das ist halt, wenn man an Sachen scriptet, kommt so ein Bullshit bei raus. Nicht. So, und damit labern wir lange rum. Father's Day. Let's start the new game. Na toll, wir sind mittendrin statt nur dabei, okay, cool. Und das war's schon. Ganz schön dunkler Garten. Achso, ja, apropos dunkel, da sagst du was? Weil bei mir ist es ja immer extrem dunkel. Ich model mal kurz für mich um. Jetzt müssen wir einfach Richtung. Okay, also wir werden einfach reingeschmissen, oder wie? Ich würde sagen, let's go to the door. Ich sehe halt nichts. Die Tür siehst, also drumherum ist auch komplett finster bei mir. Man sieht halt nur die Veranda. Genau. Ja, und die rote Tür. Und das Einzige, was ich jetzt noch wahrnehme, ist meine Steps. Ich höre noch viel Plätscher nebenbei, irgendwie. Genau. Ach du Scheiße, Alter. Das muss so. Nee, das ist klar. So, ja. Ja, ja, okay, okay. Das muss so. Also ich würde auch niemals so langsam schlendern, irgendwie, wenn ich so mitten im Dunkeln stehe. Alter, na toll. Father's Day. Okay. What makes people go back to the past? Why can't they let him go and move on? Parental home, first aid, family picnic, go on to the city fair with a child. There's one memory, but only if you're happy now. And if not, then these memories tear your soul apart and do not let go. You want to go back there and be happy again, but you can't. How to fix one fatal mistake that changed your world? Fragezeichen. Tja, was haben wir denn verkackt? Ich weiß es nicht. Phil! Phil, you have to. Nein, wir sind Phil Dunphy. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Er kennt alle Texte aus High School Musical. Und alles. LOL. Nothing out loud. Okay. WTF, by the face. Akt 1. The past cannot be changed. Free the future. Okay. Wir waschen wir ab? Sind wir auf Toilette? Was tun wir da, Benni? Ich weiß es nicht. Hände waschen, desinfizieren, keine Ahnung. Hygienekonzept. Ja, oh ja, sollte man auch mal ein bisschen. Cool gemacht, schöne Präsentation. Aber was haben wir. Ach du Scheiße, haben wir schon wieder blutige Hände gehabt? I don't know. Alter, sind finster. Oh Gott. Hier, Badewanne, Steven, für dich. Guck mal, wir machen einfach mal. Smooth operator. Hör zu. Genau, erstmal ein Schaumbad. Wie es sich gehört, für so ein Horror-Game. Oh, Moment mal. Guck mal kurz zurück. Das ist doch PT. Aber das ist doch original PT-Ecke. Das ist hier, also. Ich habe ja PT gespielt, ne? Ist ja einer unserer ersten Let's Plays, die wir hier auf unserem Kanal auch haben. Ihr wisst, was jetzt kommt? Plop! Also, ich denke, wenn ich die Ecke sehe, wird irgendjemand verklagen. Ja, okay. Also, weil das ist ja nun wirklich fast original aus PT rausgezogen. Aber gut, ist okay. Ist cool. Also, eigentlich nicht, weil. Das verheißt nichts Gutes. Sind wir hier? Ah. Oh, ist aber ein netter Flur. Warte mal, können wir hier kurz an die Pinnwand mal schauen? Wir sind in Raum. Hommage. Ja, vielleicht eine Hommage. Richtig, Herr Junge. Missing Child, Emika Games. Ah, the police are looking for the boy. He didn't come home from a walk. Name JJH, 10 years old. High, 51, body type, average build. Eye color, gray. Last seen Monday, June 19. 2000. Call Center Police. Ja, und so weiter. Okay. Haben wir sonst noch was Schönes hier zum Durchlesen? Oder einfach nur. Also, überall hier Missing Child, ey. Sag mal. Guck dir das mal an. Ist ja. Sieht nicht gut aus. Okay, an die Räume kommen wir nicht. Ist das die Klingel? Oh. Okay. Ist okay. Oh, nee. Ich wollte mal drücken. Ne? Alter. Passiert bei uns was? Nö, bei uns passiert nichts. Ich kann auch übrigens mal wieder super gut sprinten. Nämlich gar nicht. Es gibt nur eine Laufart, ja? Es gibt nur diese. Also ich drücke Shift und das verändert sich gar nichts dabei. Lotter, flotter dahin schwimmen. Oh, guck mal hier, die wunderschönen Bilder. Ein Traum. Tatsächlich finde ich den Rahmen ganz geil eigentlich. Welchen? Den linken. Ach, den. Also ist mal so ein bisschen was anderes. Das war ein bisschen. Also das Bild drin ist halt, ne? Aber. Okay. So, wir haben 1752. Ich kann mir schön so ein Schwert drin vorstellen. LOL!
Schau mal auf deine Uhrzeit. Nein, ach echt, ja, das ist ja fies. So, wir spielen das Spiel um Mitternacht. Genau, ja. The boy who disappeared 6 years ago, 6 days ago, was found by local residents. It was discovered in an abandoned hut outside the city near the park. According to the boy, he was kidnapped by a man dressed as a clown. Was für Benny. When he was on a holiday with his father. Schön. Wurde von einem Clown entführt. Das ist auch toll. Wunderbar. Yes, it's a maniac operation now in our area. Okay. She's a maniac, maniac. No, no. Okay. Was? Cool, 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 cool. Hätte ich auch gerne sowas. Was, sowas? Ja, einfach so ein Schrank. Also halt so eine Abstellkammerschrank. Dingsbums. Ohne Lampe. Alter, was ist denn das für ein Teil? Lol. Jetzt schon die ganzen Clown-Emojis hier los. Oh, nee, ey. Nicht die Clowns. Hört drauf. Macht nicht sowas. Okay, also. Was? Welche Tür öffnet sich da? Warum kann ich diese Tür nicht mehr öffnen? Ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Oh. Oh. Ja, genau. Aber ich denke nicht, dass das jetzt hier so ein PT-Ding wird. War da vorhin auch schon eine Tür oder habe ich die einfach... Ja, die war zu. Ach, nee, da war keine Tür. Stimmt, da war keine Tür. There's no time to be distracted. You need to continue working on the project. Was ist denn ein Project? Weiß ich nicht. Was haben wir denn für ein nettes Projekt hier? Das ist doch so ein Dave-Keller. Das ist doch so ein Dave-Keller. Hä? Ach, ein Stargate. Geil, wir haben Stargate. Schön. Okay. Was ist... Mann, hör doch auf. Eine Time-Machine, na klar. And I'm almost close to... Okay, jetzt machen wir hier... Sollen wir die jetzt hier reparieren, oder was? Oder im Betrieb? Da kann ich jetzt nur eins sagen. Grundgütiger! Marty! Need to pick up the order. Was für eine Order? Den Befehl, los, den Befehl. Ja, aber wo soll denn die Order sein? Da, in der Ordner auf dem Schreibtisch. Achso. Ja, aber ich hab doch hier gerade... Anstatt auf dem Rechner? Können wir auf dem Rechner vielleicht halt auch so digital? Gibt's ja nicht mehr in haptischer Form, sondern nur digital. Wir gucken uns erstmal ein paar Bilder. My dear son, we will be together soon. Oh, okay, aber klar, wahrscheinlich wird irgendwas mit dem Sohn passiert sein. For my son. Ja, und? Ich dachte, ich kann den Brief aufmachen. Konntest du den drehen? Nee. Ich habe jetzt auch gerade versucht, noch hier irgendwie, aber ich kann... Nö. Nix. Dismissed. Dismissed. So, dann können wir ja nur noch gucken gehen, ob wir hier eine Order hier oben noch finden. Oh, wir stressen da. Weiß ich nicht. Sorry, ja, ey. Ey, tatsächlich, ein Kumpel von mir hat ein... Links, ich möchte mal vor sich Paketlieferanten, der so geklingelt hat bei ihm. Was machst du denn da, wenn du die Tür aufmachst? Ja, ich würde den erstmal zur Sau machen. Oh je. What is in the box? What is in the fucking box? Oh oh, guck mal, da ist ein Brief. Kannst du dich noch bei MEK Games an Summer of 58 erinnern? Dein Brieffreund? Nee, pass auf, der wird den dahin. Ich hab den nicht erreicht. Und ist beim Nachbarn abgegeben worden. Alter. Kann ich das? Nee, kann ich nicht. Jetzt kann ich den Brief nicht aufnehmen. Ach, wir können das Paket nicht ablegen. Ich kann das nicht ablegen, nee. No. Ich kann auch nicht mal die Tür zumachen, ja? Also, ja. Wird überbewertet. Okay, also nehmen wir jetzt unser Paket, gehen zu unserer wunderschönen Zeitmaschine, weil hier ist ja die Order wahrscheinlich drin. Glaube ich. Meinst du, die kommt jetzt mit der Post? Ich weiß es nicht. Dave ist auch mit dabei, guck mal. Dave, na siehst du, komm jetzt darum, irgendwie einen kleinen Folterkeller am Start zu haben. Ist Dave am Start? Grüß dich! Ist doch nicht neu! Der arme Dave, ey, der wird die ganze Zeit nur mit Folterkellern in Verbindung gebracht. Kommt der Dave wird halt immer in irgendwelche Szenarien reingeschossen. Hey, warum bin ich am Pranger? Warum bin ich tot? Warum reden alle über Folterkeller? Okay. So, okay, ich will mal nochmal ganz kurz zurückgehen. Ich will einfach nochmal gucken, ob wir die Briefe aufnehmen können da vorne, um. Wir sind ja neugierig, wie der Mensch so ist, ne? Und wollen dann einfach mal schauen, was so unsere Nachbarn für Post bekommen haben. Okay, ich weiß nicht, ob das gerade ein Fehler war, dass ich sage, ich möchte mir gerne diesen Brief da angucken. Alter. Meine Anwesenheit ist eine Folter. Ich
kann man ihn fragen. Ach komm, Dave, jetzt ja auf. Nee. Ist bestimmt so ein total netter Typ eigentlich nur. Ja, auf jeden Fall. Child had disappeared. His name is JJ. Das hatten wir da schon. Blond hair. Naja, so ungefähr hatten wir das alles. 1,30 normal gebaut. The family saw JJ for the last time in the morning when he went to play with friends. If you have any information, contact the police department in your city. Ja, yep. Also anscheinend sind hier sehr viele Kinder verschwunden. Und ein Clown treibt sein Unwesen. Ein Clown? Ey, hört auf mit den Clowns. Kann ich einfach hier, guck mal, da ist Exit. Kann ich nicht hier? Nee, kann ich nicht. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück Richtung Zeitmaschine. Und schauen mal, weil wir haben in der Kiste war irgendwie, ich sag jetzt mal, ein Kondensator, keine Ahnung, Batterie, irgendeine Fuse, die wir da eingebaut haben. Wo genau? Ach da, guck hier, da rechts. Das Ding haben wir. Also einfach nochmal einen Netzstecker haben wir uns liefern lassen irgendwie, weil so wir haben genau. Zwar eine Zeitmaschine gebraucht, haben aber keinen Stromanschluss mehr gehabt, also von daher. Jetzt ist die Frage, müssen wir jetzt einfach hier rein und sagen... Ist jetzt was passiert? Nee, Obwohl es ein bisschen blurry geworden ist, wo ja, ich da drin stand. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Die Treppe gehst du aber auch echt zügig runter. Ja, ich kann auch leider Gottes nicht wirklich schneller gehen als das, was wir hier sehen. Deswegen nenne ich Benny O'Herne in Spielen Usain Bolt. Usain Benny. Ja, normalerweise bin ich ja der Erste, der wegrennt. Achso, warte mal, ich glaube, ich muss hier den... Ist der Türschließer. Au! Oh, Also, Stevie, wollen wir jetzt da die, Kurze Frage in den Chat. Wenn ihr findet so ein Ding, irgendwo, es ist jetzt nicht euer Keller irgendwie, ihr seht das Ding, würdet ihr durchgehen? Es ist nicht euer Keller, es ist der Keller von Dave. Aber Dave geht selber nicht durch. Lest doch mal die To-Dos, schreibt Kenny gerade. Hat er nicht Unrecht? Können wir auch kurz nochmal aufs Whiteboard schauen? Ja, wenn man da was erkennen könnte mit... Also ich kann nichts erkennen. Also, da steht... Please send nudes? Please send nudes? Ich würde erstmal was reinwerfen. Das finde ich gut. Einfach so eine Dose oder so. Mal gucken, ob es wieder rauskommt. Jo, schreibt never. Und Kenny sagt immer. Theoretisch, ne, was, also, kann alles passieren. Du gehst durch, du bist komplett desintegriert irgendwie, dann bist du komplett weggerostet. Aber du kannst auch irgendwo rauskommen und bist in einer Welt, die du nie vorher gesehen hast. Also der Reiz des Unbekannten quasi. Ja, das heißt also, du willst da durch jetzt, ja? Na, also, ich würde jetzt nicht ausmachen und mich vom Fernseher setzen, sagen wir mal so. Okay. Na, guck mal, die Koordinaten. Ach du Shish-Kebab, Alter. Boah, ist ja okay, cool, mach die Tür zu, ist fein. Okay, schließ sie ab. Können wir nochmal hier auf... Ja... Och, Nikonomicon, schau mal da hinten drin, wunderbar. Wenn du irgendwo rauskommst und gleich so einen Totenbuch siehst, läuft der ja, Shit. Ja, genau. Können wir einfach wieder hier den Schalter nochmal betätigen und sagen, wir gehen wieder zurück? Denke nicht. Please don't, kids, try this at home. Sind wir gestorben? Oh nein, noch nicht. Sieht aus wie Muttis Tagebuch. Henry! 3 Uhr morgens, okay. Dispatcher, Henry, look around this house. There's missing a child in the park nearby. We need any leads. Ja, okay. Hätten wir jetzt noch im Haus rumlaufen können, oder? Nee, wir kommen ja nicht mehr raus. Accepted. Also wieso? Oh Gott. Nein! Fuck, I lost my flashlight. Nee, ist klar, ja, super. Und wir haben hier so ein Park. Ach, wir sind auch noch. Wir sind auch noch Polizist. Oh, so wunderbar. Oh, guck mal, wir können ein bisschen schneller laufen. Nice. Läuft es bei dir sauber, Benny? Ja. Dann ist gut. Können wir Riesenrad fahren, bitte? Machen wir gleich, Jojo, machen wir gleich. Ach nee, Herr Junge. Ein Freizeitpark. Also ich denke, dass Emika wird, glaube ich, mit diesem Game extrem viele Emika-Games miteinander verbinden. Habe ich ganz große Befürchtung. Ich höre hier einen Schaukelstuhl, aber ich sehe zwar einen Schaukelstuhl, aber bewegt sich nicht. Ja, Steve's Facecam ruckelt wieder. Warum? Immer wieder mal, ja. I don't know. Warum bewegt sich der?
Am Anfang auch, aber es ist gar nicht schlimm. Special Effects. Ja, es sind Special Effects für den Stream. Krampe hier. Okay, also wir kommen in das Haus nicht rein und... Ja, toll, toll, toll. Also gut, wir gucken... Was war das? Okay, das war einfach nur... Ja, okay, okay, verstehe. Wir gucken uns dann einfach mal hier im Haus um. Oder am Haus. Am Trailer. Da ist irgendwas. Mit der Leiter soll ich irgendwas machen. Die leuchtet nicht umsonst so. Ja, Vatertag war auch mal Lust, ja, wo ist der Böller waren. Ja. Tatsächlich, ich sag mal, Vatertag saufen auch bloß die Anfänger. Ne? Who need to tie a ladder? Ja, also kannst du. Nimm die doch einfach mit. Hätte ich mal festgeknotet. Achso. Da shit. Brauchen wir wahrscheinlich ein Messer oder irgendwas zum Europalette. Ja, haben wir irgendwo Europalette schon gesehen? Hey Junge? Ja, klar. Was? Wo? Hier, da steht schon mal auf Europaletten der. Nee, okay, da, also da sag ich, also gut, Europalette, klar. Aber da finde ich es ja noch sinnvoll, irgendwie. Okay. Nicht im Wohnzimmer. Nicht im Wohnzimmer. Aber wir haben auch hier noch ein paar Europaletten, guck mal da. So ein bisschen verbaut im Boden. Ja, das geht. Das geht gar nicht. Ah. So, jetzt gucken wir mal, kommen wir hier durch den Hintereingang rein oder so? I don't know. Hashtag ab 18. Seht ihr drauf. Oh, bitte. Na, Herr Junge hat's doch schon fast geschrieben. Seht doch, komm. What? This is an already abandoned house. No one has lived here for a long time. Okay? Okay, take a look around. Gut, dann gucken wir uns mal hier um. Da ist ein Altar. Ist ja gar nicht mal so... Hast du denn keinen in deinem Vorgarten? Also, ich hab letztens... meinen zweiten errichtet. Man tendiert ja heutzutage zum Zweitaltar. Ach, der Scheiße. Okay, was auch immer für tolle Geräusche hier sind. Zettel. What? Last thing I can do is ask for your help. Help me. Get them back. Okay. Doesn't work out. I'm only making it worse. She came to me. Not the same as before. She's angry. I disturbed their peace. I need to fix everything. Mm-hmm. Okay, okay. Toll, toll, toll. Die Infos bringen uns jetzt nicht so wirklich weiter. Aber gut, dann gehen wir zurück. Vielleicht können wir ja mit dem Riesenrad fahren. Ach, guck mal, da ist... Die Tür ist auf. Hello? Und warum muss denn immer so eine creepy Shit-Mucke da laufen? Someone sitting upstairs. Need to find a ladder. Ach, wo kriegen wir jetzt bloß eine Leiter her? Ich dachte, wir müssen die erstmal frei machen. Ich würde gerne die Musik ausmachen. Okay. Take. Ah, Matches. Oh, Pizza ist da in Zerne. Oh Gott, ist ja viel zu dunkel, also, okay. Gut, dann holen wir uns die Leiter. Von dem tollen Wohnwagen. Natürlich erstmal auf dem Dachboden, bis der ja, genau. Bis wir die Kellerluke gefunden haben. Ah. Burn the ropes. Na dann. Take the matches and burn the ropes. And gasoline. Ach, wir noch gasoline, na klar. Also, und das Ding erstmal komplett mit Benzin überkippt haben, denn ist ja viel besser. Wo hast du hier Gasoline gesehen? Also. Vielleicht irgendwo ein kleiner Kanister oder so. Aber wo? I don't know. Also ich muss mal sagen, das Spiel läuft auch gerade da vorne. Mega laggy hier irgendwie. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Mach mal ganz kurz. Stopp mal ganz kurz. Ich guck mal kurz, ob drüben irgendwie. Keine Ahnung. Jemand irgendwas runterlädt. Okay, Moment. Nur ist er wieder flüssig. Nur ist er wieder flüssig, der Gute. Judy, denn, machen wir mal weiter. Wir haben jetzt Gasoline gefunden. Wir wollten am Ende Gasoline. So. Na, dann lass uns doch mal die Rups von der Letter burnen. Die Rups von... Achso, wir müssen ja hier hinten lang. Rauchst du gerade? Oder sind die Stühle einfach nur so mega hoch? Nee, also... Oh doch, ich rauche. Ah, okay. Oh, doch. Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, sind wir Frodo oder was? Ja. Okay, cool. Kids, don't try this at home.
turn around. Who is there? I'm a police officer. Hey, ich hab a gun. Okay. Du kleine Mistmarder, dich hab ich jetzt nicht erreicht. Ah. Hier leuchtet noch was, oder? War hier nicht noch? Nee, hier war nichts. Ist der Efeu? Ist egal. Wolltest du doch bloß gerade die Brüste angucken. Jetzt hör auf. Psst. Hashtag ab 18. Oder was? Hashtag 18. So, let's get to the attic. Alter, das ist ja wohl eine Leiter, ey. Und jetzt gehen wir da hoch und... Ah, wie? Fucking creepy place. Ja. Ach, das ist... kann ich... Achso, ich kann hier nur die Zeitung machen, okay? Was denn jetzt, verdammte Axt, Alter? The culprit is in the incident on Highway 58. Testified, I definitely saw that the girl run out onto the road to pick up her toy. I wanted to get away from... the collision. The culprit was... Nee, egal. Wie auch immer. And does not remember what's happening after the incident. Recall that as a result of the incident, a car caught fire. A woman and a child could not get out of the car. Oh, das ist aber nicht gut. Ah, wo ist die Puppe? The house is clean. Das Haus ist jetzt sauber. Na, bin ich welcher Film? Ich weiß nicht, ich sehe gerade die Puppe. Ach. Hey, wir sollen wieder zurück zur Base. Guck mal, da ist... Jetzt bin ich in Longshift, ja. War eine lange Schicht. Hm. Okay, ich kann auf jeden Fall noch raus. Jetzt ist die Frage... Wo ist sie hin? LOL! Kennst du das noch? Mm. Oh, das ist gar nicht schön. Das ist gar nicht gut. Ah! Fuck, ey, warum? Ich geh jetzt raus. Oh. Ach, du Scheiße. Was ist denn nun? Was ist denn zur Hölle, verdammte Axt nochmal, Alter? Ich bin so dankbar, weil bei mir so richtig schön laut eingestellt ist, alles. Ja, warte, ich mach für den Stream auch wieder lauter. Oh. Damit wir alle was von haben. Ja, sind wir alle wach. Die stehen ja hier überall, das ist ja gar nicht mal so toll. Ach, guck mal, wer... Ist denn das da hinten erleuchtet? Ist das doch bloß eine Puppe? Ja, ist nur eine Puppe. Ich komme auch nicht zurück zu unserem Auto. Die haben hier alles vollgestellt. Das ist keine Puppe. Das ist keine Puppe. Das ist keine Puppe. Das ist so ein Beknackter im Schlüpfer. Ah, hier ist... Mann, verpiss dich aus meinem Garten! Oh. Okay, Chat, ich mach vielleicht doch ein bisschen leiser für euch, weil das hat ganz schön gezimmert auf meinen Ohren. Ich hoffe... Ich bin so froh, dass Benny spielt. Bei euch ging's. Schön. Und tschüss. So sieht's aus, Mutti. Ah, schön. Ah, nee. Folge den Europaletten. Nee, warte mal. Turn. Oh, nein. Nein. Das ist Keller. Ey, haben wir nicht Shiftende, genau. Haben wir nicht Schichtende? Ist das... I think I found something. Wie? Na was denn? Ist doch zugeschlossen gewesen. Was kannst du jetzt hier founden? I don't know. Und jetzt nimmt Police Sergeant Henry and Mr. Anderson. He was sent to inspect the surrounding of the park. But during the operation he stopped contacting. Natürlich. Haben wir vorhin in die Fresse gekriegt und das war's. Ab im Folterkeller. Wunderbar. Ganz toll. Jojo schreibt auch gerade, ich habe zu Weihnachten ein neues Headset bekommen und das ist gerade mega das Klangerlebnis. Nice! Your nightmare is reality. What? Das ist zum Beispiel jetzt, ne? Okay, Phil. Wir sind wieder Phil, Phil Dampfi. Phil Dampfi, yo. Okay. Okay, wir sind wieder in unserem Silent Hill Room. Diesmal kann ich auch ein bisschen schneller laufen. Ach, raus können wir nicht. Ach, ist ja schade. Ach, toll. Guck mal, es ist 3.27 Uhr. Was? Dreh mal kurz um. Kick dir nochmal kurz ein Bild an. Okay. Auf einen kurzen Wegwischer halt gerade wirklich gedacht, nicht falsch verstehen, dass der Putin ist. Warum ist jetzt die Tür auf?
Die Bilder sind weg? Ach ja, stimmt, die Bilder sind weg. Schaltplay, ach du verdammte Axt, Alter. Oh no. Und wir haben jetzt ein bisschen Mobiliar. Ja, da war auch ein Fernseher, deswegen gehe ich ganz schnell weg, weil du einen Fernseher, du willst dich sofort anschalten. Ja. Oh fuck. Oh. Oh, guck mal, Missing Child überall. Brauchen wir nochmal die. Nee, ich klingel die nicht nochmal. Nein. Emma hasn't sorted her mail yet. Needed to replace the envelopes. Your brother Jonathan. Okay, aha, wir können es mitnehmen. Tschüss. Emma, I'm sorry. I want to help you find JJ, but I can't also assure you that the boy just was just playing with friends and didn't warn you. I'll be back soon. Your neighbor Phil. Alter. Ja, da liegt. Alter. Eiskaltes Händchen. Da liegt eine Hand, wird auch gerade gefragt, und ja, da liegt eine Hand. Ja, und immer so ein Bilder mit Kind und Säge. Locked. Need a key. Na? Get out of my house! Okay. Gut. Ich wohne auch hier. Entschuldigung mal bitte. Oh, warte mal, guck mal. Hey, immer noch mal raus. Guck mal nach rechts oben. Über die Tür. Exit. Tixe. Tixe. Tixe, ja, hier ist auch die Zahl. Guck mal, die ist ja auch verkehrt rum. Genauso wie wahrscheinlich unsere. Nein, wir sind jetzt in der Spiegelwelt, Alter. Ja, hier, guck. Ach du verdammte Axt, Alter. Oh, okay, die tschüss. Die Uhrzeit ist auch spiegelverkehrt. Nee, jetzt sind wir nochmal. Ha! So eine He-Man-Figur, seh ich doch. Ha! Was ist das? Wie ist denn? Hey! Ist keiner da? Oh. Alter. Mach mal die Tür kurz erstmal zu. Ich will mal ganz kurz mir den Fernseher angucken. Oh, Steven kann ich nicht einschalten. Sehr gut, okay. Sehr gut, sehr gut. Ach, was ist denn hier? Schön. Open two times. Nein. Ach, deswegen open two times. Ach, ist ja wunderbar. Okay, warte. Ist ja gar nicht... Und... Oh, gar... Okay. Das kommt jetzt sehr nah an P.E.T. Gott, die Bilder. Oh, fuck you. Also mal. Hat jemand was gepustet oder was? Ja, der hat gerade dieses Lämmchen hier ausgepustet. Oh, der verrückte Teufelskerl. Alter, ist das ein Bild, ey. Oh, nee. Also, ich bin froh, dass bei mir läuft jetzt gerade mega laggy irgendwie. Wenn jetzt ein Jumpscare passiert, werde ich wahrscheinlich nicht mitbekommen. Du bist auch schon wieder mega laggy. Warum bist du schon wieder so mega laggy? Oh, Puzzlestück. Der Teddy. We need to find... Ah, guck mal. Nee, oder nicht? Wir müssen irgendwo ein Teddy-Stück finden. Was? War ich gerade eine Ratte? Oh Gott. Ich glaube, irgendjemand hat um... Ach Gott, das... Scheiße. Können wir Schubladen öffnen? Ich hoffe nicht. Nein. Ah. Aber der Fernseher ist an. Ach, ist ja ein Traum. Oder klingelt einer im Rhythmus draußen? Nee, es klingelt jemand im Rhythmus draußen. Ja, genau. Mm. Freunde. Ja, und diese wunderschöne Tür ist weg. Ach, ist das toll. Ein Traum. Ein Traumhaus. Ach, guck mal, ein bisschen Blair Witch auch. Schön. Einfach schön. Ja, das ist doch ein Flur nach meinem Geschmack. Okay. Den jungen Satanisten von heute. Oh, ist da jetzt nicht euer Ernst? Alter. Muss ich die jetzt nochmal nehmen? Nee, ist ja immer noch. Emma, I'm so sorry, I want to help you. Ja, okay, gut, your neighbor Phil. Die Hand ist weg. Statt Jojo. Ja, was ist das? Da war sie. Oh Gott. Ich sag ja, oh mein Gott, stimmt! Sie ist Gone!
Okay. Ach, jetzt haben wir Gitter vor dem Fenster. Auch schön. Doch gleich einen ganz wohnlichen Stil auf immer. Toll, toll. Gibt's hier irgendwas? Nee. So. Oh. Nochmal hier. Ein Feuerzeug. What? We the unwilling trained by the unliked. Unskilled? Aha. To do the impossible for the ungrateful. Sind nicht irgendwie Marines oder irgend so was? It's time to light the candle. Ja. Like a candle in the wind. Welche Kerzen soll ich denn jetzt bitte. Jetzt alle anmachen oder? Vielleicht die im Flur da irgendwie an dem komischen, ominösen Altar. Da draußen. Wer will denn das? Dazu will niemand, aber ich glaube, wir müssen. We have to. Aber hier sind doch schon alle wir an. Sind an. Hm. Oh, diese Soundeffekte. Ich verpiss mich jetzt wieder weg. Wir sind. Also, das, man muss ja den Leuten von Amiga einfach mal neidlos anerkennen, die haben es einfach drauf. Ja, also was Horror Games angeht, ist. Drauf. Also, fiese Nummer ist das. Gut, dann gehen wir hier zurück. Gibt's denn hier noch irgendwie Kerz? Da. Kann man die? Ah, schön. Ah, ohne eine. Vielleicht soll man denn das Licht ausmachen. Ist das auch noch eine? Okay. Warte mal, guck mal unten. Tatsächlich führen alle Kabel zu den Kerzen. Toll. Okay. Das aber guter. Alter. Guter Hinweis gewesen mit den Kabeln und danke. So, Chat, sagt mal, ist das ein übles Spiel oder ist das ein übles Spiel? Warum? Das ist doch hier alles neu. Das ein Witcherboard. No. Oh. Immer. Oh nee. Shit. Ich wollte gerade was erzählen, aber ich krieg mich. Nee, krieg ich nicht hin. The item is missing. Witch. Also. Jojo schreibt halt, vielleicht können wir mit dem Schlüssel die Box an der Tür aufmachen. Ja, genau. Jojo, du Genie! Arschlochkind! Hallo! Hey! Einfach Tür zu machen! Okay, sie macht selber zu! Ich will deine scheiß Pfadfinder-Kekse nicht rufen, verpiss dich! Oh, ist weg! Okay. Hallo? Oh, kein Alarm. Jojo, du hast das Spiel gesehen. Wir schließen hier nicht irgendwie irgendwelche Türen auf und zu und so. Nee, das machen wir jetzt nicht. Guck mal, das. Oh. Ah! Ah, fällt verschreckt die Puppe um. Nein. Wo ist deine Box? Ich kann mich nicht bewegen, ich will nach hinten. Ich geh doch weiter weg. Oh. Okay. Ach, guck mal, wieder so eine. Ich will mich bewegen! Ich kann mich nicht drehen! Wir müssen erstmal ein Paket zu machen. Na. LOL. Kenny, liebe das Setting. Also, hier ist ja schon mal. Oh, mein Herz. Fingerabdrücke und. Hier sind Hufen. Was hat das zu bedeuten? Ja, ich komme in unsere Wohnung nicht mehr rein. Ja, nice. Ah. Ja, dann klingen wir doch mal bei den Nachbarn. Ach, so kann ich nicht. Vielleicht hier? Kann ich nicht. Toll. Ich. Lass mich doch da rein. Mach doch nicht so eine Sachen jetzt. Ich. Vielleicht klingeln wir uns einfach hin. Ja, guck mal, das. Okay. Ach du Scheiße. Oh, und Tine Wittler war da. Oh Gott. Also, ich bin nicht dafür. This is the end, it's here. Nee, ist klar. Ja, they're watching me. They, was? Drive me crazy. Oh, voices in my head. Ja, ist klar. Ist ja gut. Na,
jetzt nicht Ewigkeiten aus, ne? Also. Der nächste Akt wird besser. Eine schöne Handschrift, ja. Toll, I want to come back to you. My thoughts won't let me go. Ja. Ja. Spiegelschrift. Da oben Puppen ist doch nicht normal. Denn du bist ja Master of Puppets. Ja, ach toll, toll. Erinnert mich irgendwie an Deathwatch. Ach so, kann ich nicht. Deathwatch. Ja, da hatten wir auch so eine Puppe, die in der einen Dings. Richtig. Aber da muss ich. Ist ja ekelhaft, Alter. Ja. Also ich sag schon mal eins, Deathwatch werde ich nie ohne Jojo wieder spielen, weil Jojo hat einfach die Adleraugen, muss ich wirklich sagen. Ja, Jojo ist auf jeden Fall ein Fuchs in dem Spiel. Alter. Oh. So, Leute, setz den Teddy ein. Lief er bis jetzt immer so gut, wenn wir irgendwas eingesetzt haben. Wie nennt man das denn für das Witcher-Board? Chat, wisst ihr das, wie das heißt? Ach du Scheiße. Ja. Hallo. Na? Naja. Das hat jetzt sehr viel mit Layers of Fear irgendwie. Ja, aber so oft kann ich jetzt hier nicht plopp machen. Nee, aber guck mal hier auch das Bild. Plopp! Layers of Fear! Wir kommen nicht mehr zurück. Das ist natürlich semi-gut. Scheiße. Warum liegt jetzt da so ein... doch schon wieder, Alter. Ey, die machen so eine mega geile Soundkulisse. Ach du, glaubst du doch nicht, ey. Hallo. Er wollte Hello schreiben, aber ja, hat sich... Ja, das O fehlt. Oh, ein Code. Geschrieben. Hier muss ein Code eingegeben werden. I need a password. Ja, und wo finden wir das Passwort? Wahrscheinlich da bei dem Rollstuhl oder so. Würde ich jetzt mal so tippen. Ist hier noch irgendwas? Okay, beim Rollstuhl sagst du. Horror. Krass, bei mir krieg immer totale Frame-Einbrüche irgendwie, wenn du die Taschenlampe anmachst. Mach mal kurz aus. Und lauf mal. Ja, jetzt ist flüssig. Total komisch. Wenn du, sobald die Taschenlampe anmachst. Okay, also dann gucken wir mal, dass wir den Zeiger benutzen. Ja. Alter, hat sich doch hier gerade so. Ja, ist klar. Planchette eventuell. Planchette klingt schon wieder ein bisschen besser. Oder? Eins. So, eins. Vier. Null. Null. Acht. 1408. Ach du Scheiße. Ja, dann lass uns den Code doch mal online nehmen. Oh. 14.08 ist auch eine Anspielung, ne? Ist auch von Stephen King. Ja. 14.08, auch ein nicer Film. Ist mit Samuel Jackson und John Cusack, ne? Alles. Wo ist denn jetzt die Puppe hin? She's gone. Okay, hier komme ich nicht rein. Oh, aber nicht. Bitte. So. Toller Ton. Ach, toll. Toll. Das ist ja. Ist okay. Ja, okay, wir haben was eingesetzt. Okay, cool. Ja, find die Steckdose. Los, such die Steckdose. Oh, da. There is no lever. Okay, lass mich raten, wir müssen hier ran. We need a key. Und hier hatte jemand ein bisschen, ja, Appetit. Ich mach nochmal einen Snack, wa? Irgendwie ein bisschen Tareda neu essen. Oh. Okay, also. Hält der Engel oder was das da ist, diese Statue irgendetwas in den Händen? Burn around. Achso, ich dachte, du meinst das Ding hier. Ja, was? Nö. So ein Lappen, nee. Ist aus wie so ein Lappen, so. Nö. Okay, hätte sein können. Nö. So ein Müllsack mit Blut. Okay, dann gehen wir jetzt wieder. War das Zimmer 14.08 oder verwechsel ich das? Ja,
glaube ja. Ich glaube, unser Zimmer war auch 12.08. Ich bin auch der Meinung, dass das das war. Macht jetzt hier nicht so eine Scheiße hier. Mm. Oh, guck mal, Minikin ist wieder weg. Mm, toll, toll, toll. Ist aber ah. Ach, guck mal, da, Mutti. Ach du Schande, ey. Kann ich jetzt hier einfach dran vorbei? Nee, natürlich nicht. Ist der Bright? Oh Gott. Oh, warte mal. Ah, die Mannequins geben uns immer so ein paar Hinweise. Ja, wie schon in Insound Mind. Okay, dann gehen wir wieder zurück und machen die Box auf. Doch eine Box. Oh no. Okay, auf geht's. Let's go. Die Box auf. Das ist bestimmt die Fuse drin. Ja, die zweite. Die Schauhinserpuppe sind die Guten. In welchem Universum ist das so? In Sound Mind. Ja, schau mal bei In Sound Mind rein irgendwie. Auch nur Alibi. Und die lass dich nicht verarschen. Nein, wirklich, wirklich. Okay, jetzt würde ich sagen, geh mal einfach durch hier. Straight ahead ist mega. Oh, fuck you, okay, nicht so. Wir gehen wieder zurück. Greater, I want to hear the truth. Okay. The truth. Oh.